Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Curious Expedition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es scheint wohl so, als ob wir doch ein neues Spiel starten müssten. Wir fangen wieder mit Marcus Garvey an, der ist inzwischen auch gebugfixt und kann seine zusätzlichen Teammitglieder jetzt aufnehmen, auch im Hafen, was ja vorher nicht ging, war ja offensichtlich verbuggt. Ich dachte erst, es wäre anders gemeint gewesen, aber es war tatsächlich ein Bug. Ich habe im Übrigen noch das Safe-Game. Sollte sich spontan ergeben, dass es doch funktionieren sollte, dann nehmen wir es halt so hin. Aber bis dahin. Müssen wir halt mit dem auskommen, was wir haben. Ah, das sieht auf jeden Fall cool aus. Aha. Wir können im Übrigen auch jetzt Sachen im Schiff lagern. So, da satteln wir einmal auf, dann müssen wir nicht so weit laufen. Dann gibt es hier noch eine Statue und einen Händler. Gut, hier wird die Statue sein, hier der Händler. Ob wir beim Händler irgendwas Nützliches kriegen. Oh, nehmen wir. Ja, markieren uns einen heiligen Schrein. Dann schauen wir mal. Scout, Scout oder einen zweiten Esel. Ich glaube, wir nehmen einen Scout mit. Wir haben die Wahl zwischen den beiden. Der kriegt dann auch gleich das Amulett, damit wir den behalten. Ach, wir, nee, Moment, wir haben schon einen Scout. Egal. So, das ist auf jeden Fall ein guter Deal. So, da ist ein Schrein. Da ist der Händler, aber wir haben leider nicht wirklich was zum Handeln, außer dem Amulett, aber wir haben schon einen Scout im Team. Wir hätten besser den Esel genommen, aber da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Ja, wir können ja trotzdem mal gucken, vielleicht können wir ihm irgendwas Nützliches abnehmen dafür. Dynamit wäre nicht schlecht. Dafür doch, das ist schon einiges wert. Aber nicht die Trommel. Machen es mal so in der Hoffnung, dass wir eine Höhle finden. Das da oben könnte eine Höhle oder ein Wasserfall sein. Beides nicht zwangsweise schlecht für uns. Was gibt's hier? Noch ein Amulett. Ja. Benutzen wir. Mal das Amulett oder werfen wir die Seile weg? Die Kokablätter benutzen wir auch nur seltenst. Okay, sind doch ganz nützlich. So. Gut, dann einmal bis hierhin. Na, es ist ein Wasserfall. Was gibt's hier noch? Schrein, einen steinernen Überhang, der dürfte sich hier unten befinden. Und ein altes Lager. Das alte Lager müsste hier sein.
Der Schrein ist hier. Dann ist das mit Sicherheit die Pyramide. Nehmen wir alles. Ah, Schmetterlingsphobiker, ha? Okay, auf den braucht man, glaube ich, nicht so viel Rücksicht zu nehmen. Mist, die Elefanten eben übersehen. Dann bekommst du auf jeden Fall ein Level ab. Den verlieren wir nachher eh wieder. Schade, die hätte ich natürlich gerne mitgenommen. Wobei, vielleicht können wir sie auch nachher noch mitnehmen. Hängt ein bisschen vom Glück ab. Wobei, schauen wir erstmal, was wir hier aus dem Schrein rausholen. Leicht geneigt und eingesunken in den Boden. Der Grund scheint aber stabil genug zu sein. Mitnehmen. Das dachte ich mir schon irgendwie. So, Beute. Gegenstände. Damit ist unsere Entscheidung ja schon gefallen, weil ich will nicht, dass der Abgrund uns hinterher irgendwo, obwohl der wird nicht noch größer. Aber trotzdem, es wäre ein zu großes Risiko. Nehmen wir das jetzt einfach mal so mit. Ja, war eine schnelle, effektive Expedition, Geografie, Kartograf oder Wasserfest. Dann nehmen wir dieses. Das erhöht etwas unseren Überblick. Ah, keinen großen Vorsprung, ha? Geschenk. Gucken wir mal, was das wie viel bringt. 20 oder 20. Ja, dann nehmen wir das für Geld. Ah, und das auch. Die nächste Expedition gewinnen wir schließlich auch immer. Quahaha, Grasland. Oder das verzweifelte Grasland. Die verzweifelte Savanne. Ich glaube, wir nehmen die Savanne. So, einen Deserteur finden und ausschalten. Okay. Dann Kultisten oder einen Soldaten. Dann nehmen wir den Soldaten mit. Der ist eine gute Addition zu unserem Team. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall Vorräte für uns. Aber wie groß ist die Chance, dass wir das Ding nochmal wiedersehen? Und das Ding ist nützlich. Sehr nützlich sogar. Jagdgewehr wäre zwar auch noch besser, aber gut, es könnte schlimmer sein. Wir segeln wieder von Norden ein.
Sehr schön gemacht, muss ich zugeben. Also Respekt dafür. So, hier drüben eine Höhle. Kommen wir aber nicht so gut hin. Dann gibt es hier einen Schrein. Gut, dass wir Seile dabei haben. Es könnte auch der Wasserfall sein. Ah, dann wäre das die Höhle. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich eventuell hier... Das könnte auch ein Wasserfall sein. Eine dicke Schicht Sand umgab die Struktur. Den kenne ich auch noch nicht, aber wir riskieren es einfach mal. Es gibt so viele neue Dinge. Oh, schön. Das Klima geändert. Okay. Das reicht gerade so. Wenn es der Wasserfall ist, dann können wir hier rasten. Ah, ins Camp einladen. Okay. Nur einen rekrutieren. Ah, wenn wir noch einen Schamanen dazu kriegen. Cool. Wir haben einen Schamanen, einen Soldaten, einen Scout, einen Übersetzer und Marcus Garvey. Gut, dann schauen wir mal, ob wir mit denen was handeln können. Fackeln brauchen wir nicht. Die Speere wären ganz interessant. Ein kleiner goldener Kelch. Gibt eine hervorragende Kaffeetasse ab. No deal. Tja, das war's mit dem Wasserfall. Ist die Höhle da oben. Ist nicht bis nach hier oben hochlaufen. Du kriegst einen Promote. Ich möchte die Chance erhöhen, dass du bei uns bleibst. 32. Dann müssen wir natürlich wieder runterlaufen. Aber okay. Ich gehe das Risiko jetzt mal ein. Fackel an. Oh, Schokolade, Wetterballons, eine Schriftrolle der Kreatur. So. Die Einheimischen sind noch nicht übermäßig sauer auf uns. Naja, es ist ja auch noch ein bisschen Wasser in der Region vorhanden. Bringt das was? Ne? Nochmal. Macht auch nichts. Gut. Ein Steinkreis und Tiere zum Jagen, das ist auch schon mal gut. Okay, das hier sieht mal schwer nach der goldenen Pyramide aus. Dann gibt es eine Mission, die könnte hier sein. Und ein Elefantenfriedhof, der dürfte hier sein.
So, den Elefantenfriedhof will ich auf jeden Fall haben. So, und dann holen wir uns die Hyänen. Nehmen wir mal eine zusätzliche Kugel. Müsste eigentlich für die reichen. Shotgun Power Blast. Funktioniert in jedem Fall. Okay. So. Hier müsste die Mission sein. So. Sachen lagern wir hier. Wir könnten bei dem Rasten, im Zweifelsfall bezahlen wir den mit den Pelzen. Der veranschlagt aber heftige Preise. Gibt er uns dafür? Okay, dann kriegt er eher die Schriftrolle als den Zahn, weil die Zähne können wir besser bei Eingeborenen handeln. Naja, hätten wir besser den Whisky dazu genommen. Dann, das ist ein neues Kartensegment und außerdem haben wir da den Tiger, der sich hoffentlich nach oben verirren wird. Ja, oh ja. Was haben wir hier? Noch ein Raptorennest im unbekannten Gebiet. Wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal den Tiger vor. Kein Glück mit dem. Wir haben zwar keine Verletzten, aber Schild können wir immer gebrauchen. Heilt 2. Den heben wir mal auf. Neu. Sehr gut. Genau dafür habe ich Schamanen dabei. Alles mitnehmen. So, dann gibt es hier noch ein Portal, eine Wasserquelle und ein Raptorennest. Hier könnte das Portal sein, den Schrein haben wir ja. Ein altes Lager. Wir haben nicht mehr so viel Stabilität. Also würde ich sagen, wir nehmen das hier unten noch mit und gucken, dass wir dann zurückkommen.
Ah, ist schon mal nicht schlecht. Ach, Seile. Mal Glück haben, schaffen wir die Hyäne gerade so. Ah, Mistvieh. Ja, was passiert? Ah, unser Übersetzer ist tot. Naja. Sehr gut, unser Schamane kommt wenigstens mit. Ärgerlich das mit dem Übersetzer, aber solche Dinge passieren halt. Vor allen Dingen, wenn man seine geistige Stabilität ein bisschen überstrapaziert. Aber wir sind Erster. Und haben auch nicht lange gebraucht. Machen wir die dritte Expedition noch eben hinterher. Frischluftfanatiker. Ja, mehr laden können ist auf jeden Fall. Ich sehe schon, wir werden uns permanent mit dem ein Rennen liefern. Verkaufen wir. Die geht ans Museum. Verkaufen wir. Ja, die verkaufen wir auch alle. Haben wieder Vorsprung. Wir brauchen aber das Geld dringender erstmal. Bisschen schnell geklickt, jetzt weiß ich nicht mal, was uns erwartet. Ah, ein Seemann. Ja, doch, den würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. So, für Tierverbesserung haben wir leider immer noch kein Geld. Seile und ein paar Macheten. So. Gut. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ah, Wüste offensichtlich. Bleibt die Hoffnung, dass wir dicke Beute machen. Eine Höhle, ein Steinkreis, ein Grabmann in dieser Region. Das wird die Höhle sein. Wasser oder nehmen wir den Berg aus dem Weg? Ich würde eher sagen, wir sparen unser Dynamit für Notfälle. Wer ist am entbehrenswertesten? Ja, komm. Ein Altar mit einem... Oh. Okay, das ist keine schlechte Beute. So, bleibt noch der Steinkreis.
Der wird sich wahrscheinlich hier drüben irgendwo befinden. Wenn wir Glück haben, läuft uns der Tiger in die Arme, dann bringen wir die Sachen direkt wieder hoch zum Schiff. Feigling. Mal sehen, wohin schlägt er aus. Okay, im Großen und Ganzen in die Richtung. Nicht so hilfreich, aber auch nicht ganz unnütz. Wir wollten eh mit ihm kämpfen. Heben wir auf, heben wir auf. Den heben wir auf. Den heben wir auf. Den ganz besten dürfen wir neu. Den heben wir auf. Den heben wir auch mal auf. Okay. Dem ist ein Powerbla. Haben wir noch eine andere Kombination? Nö. Aber 5 Schaden ist schon mal heftig. Aber sonst nichts. Naja. Diese Attacke und ein Kick. Können wir nicht mehr... Egal, den einen Kratzer können wir wegstecken. Teil 2, Problem erledigt. Voll draufhalten. Ne, das wird der Tempel sein. Dann ist das die Oase. Dann reisen wir hier hin. Klopfen freundlich im Grab an. Mist, wir haben wieder vergessen, den abzugraden. Der hauen wir mal eine Stange Dynamit um die Ohren. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, keine Munition. Die heben wir auf. Die befahren wir mal neu. Keine Kombinationsmöglichkeit. Egal. Ich glaube, die sind alle schlecht. Probieren wir es nochmal. Besser. Heilung. Sparen wir uns jede Menge Erste-Hilfe-Materialien mit. Unser Soldat ist ein bisschen durchgedreht kurzfristig, hat dann damit aber schlussendlich die ganze Gruppe angefeuert. So, das überschüssige Wasser kommt weg.
Wir haben hier nur noch einen Tempel aufzudecken und beutemäßig sind wir eigentlich ganz gut dabei. Und der Tempel dürfte sich hier befinden. Ist das ein Hinweis darauf, dass sich die Pyramide eigentlich hier befindet? Wir machen mal einen Abstecher dahin, nachdem wir diesen Riesenvogel hier einkassiert haben. Wird sonst nicht angezeigt. Was haben wir? Sand. Wir könnten die Wüste noch wüster machen. Eine goldene Maske nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Klima in der Region verändert. Puh. Ich glaube, der sitzt bis zum Hals im Sand. Schon mal alle auf. Wobei, den nicht. Den würfel ich nochmal auf. Genau. Den heben wir auf. Den heben wir auf. Okay. Haben wir eine schöne Würfelkombination. Hervorragend. Zwei überladen. Siebenundfünfzig. Und ich würde sagen, wir hätten eigentlich jetzt inzwischen auch genügend Beute. Wir haben ja noch Nee, das mit der Mission war in der letzten Expedition. 57. Tatsächlich. So, wir haben die. Wir haben dick Beute gemacht. Ne? Wir haben aber auch noch ein kleines bisschen Zeit über. Wir versuchen, die Hyänen noch mit dazu zu holen. Dafür haben wir auf jeden Fall Zeit und von hier aus haben wir es ja nicht mehr weit zurück. So, das Dynamit. Das ist wahrscheinlich totaler Overkill, was wir hier machen. Ja. Alles mitnehmen. Und zurück zur Pyramide. Ja, wir haben uns mit den Eingeborenen ordentlich verscherzt, aber hey, was haben wir hier schon großartig verändert? Wir haben das letzte Grün, was die Gegend hatte, auch noch weggeätzt. Passt schon. Ja, sehr schön. Lief doch ganz gut. Die zweite hätte ein bisschen besser laufen können, aber die dritte gibt uns ja jetzt nochmal so einen ordentlichen Schuss nach vorne. Ist natürlich schade, dass wir alles nochmal machen müssen, aber... Neues Spiel, neues Glück und so schnell soll das Spiel ja noch nicht vorbei sein für uns. So, kommen wir nochmal auf die Karte. Klar, wir hätten jetzt noch nach hier unten gehen können, beziehungsweise das Areal. Ich muss vorsichtiger klicken. Navigator, Impetus oder Okkulte Vision. Dann nehmen wir Impetus. Niedrigere Bewegungskosten. Der liefert sich aber auch ein Rennen mit uns, ja? So.
die für Geld und die für Geld. Dann sind wir wieder finanziell ganz gut dabei. Und wir haben einen ordentlichen Vorsprung. Dann, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir ein sehr großes Vergnügen gewesen. Ich hoffe, wir kommen durch die letzten Expeditionen auch so gut durch wie zuvor. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel, wenn ihr selber spielen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.